Ja, wie du gesehen hast, war das kein Hexenwerk. Also solche Einbrüche passieren jetzt in der dunklen Jahreszeit wirklich sehr, sehr oft. Und ja, für Geübte wahrscheinlich mit so einem dünnen Schraubendreher hier und für Ungeübte wie ich jetzt, die nehmen so einen kleinen Kuhfuß und ja, innerhalb von 1, 2 Minuten bist du dann drinnen, ne? Hast das Fenster quasi aufgehebelt oder aufgebrochen. Ich möchte dir zeigen, wie du so ein Fenster ausmessen kannst, wie du so ein Fenster konfigurieren kannst und wie du es am Ende bestellst und was dich dann erwartet, was du dann bekommst. Das ist so ein kleines Beratungsvideo zum Thema Fenster und ich würde sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Um so ein Fenster auszumessen und zu konfigurieren, brauchst du eigentlich gar nicht viel. Am besten legst du dir einen Bleistift und ein Blatt Papier zu parat und brauchst ein Messinstrument. Am besten kannst du so ein Fenster beispielsweise mit so einem Maßband ausmessen. Das geht wirklich sehr, sehr gut. Du kannst natürlich aber auch einen Zollstock verwenden. Wie gehen wir jetzt vor? Zunächst einmal nehmen wir uns ein Blatt Papier und einen Stift und skizzieren unser Fenster auf. In dem Fall ist das jetzt ein Quadrat. Das heißt, du malst ein Quadrat auf dein Papier. Hättest du jetzt ein Rechteck mit zwei Flügeln, dann würdest du ein Rechteck aufmalen. In der Mitte vielleicht einen Kämpfer oder einen Steg. Dann malst du in der Mitte einen Strich. Wenn du eine Terrassentür hast, malst du natürlich ein Rechteck. Also ganz, ganz simpel. Wir wollen jetzt die DIN-Richtung bestimmen von so einem Fenster. Was ist das? Die DIN-Richtung ist dort, wohin sich das Fenster dann, wenn du es öffnest, hin öffnet. Das heißt, in dem Falle bei diesem Fenster ist es ein DIN-rechtes Fenster. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du immer nach draußen, also vom Raum in drinnen, nach draußen guckst und somit kannst du dann die DIN-Richtung bestimmen. Das heißt, wohin das Fenster dann zu öffnen geht, wo die Bänder sitzen, das ist dann die Seite. Das ist dann deine DIN-Richtung. Das Fenster hier öffnet sich nach rechts, die Bänder sitzen rechts, also ist es ein DIN-rechtes Fenster. Das Fenster lässt sich dann noch kippen, das heißt, wie ein DIN-rechtes Drehkippfenster. Das skizzieren wir dann mit den Dreiecken in unsere Skizze ein. Die Dreiecke stehen einfach dafür, wo die Spitze hinzeigt. In diesem Fall kann sich dieses Fenster öffnen bzw. kippen. Damit wir jetzt das Fenster konfigurieren bzw. bestellen können, brauchen wir Einbaumaße. Das geht ganz einfach. Du misst zunächst erstmal die Breite. Dafür nimmst du das unterste Maß und das oberste Maß. Wenn du jetzt eine Terrassentür hast, nimmst du auch nochmal die Mitte ab. Davon nimmst du dann das kleinste Maß. In dem Fall ist es ein Meter und 1 Zentimeter oder 1010 Millimeter. Achte bitte ganz genau, in was für eine Maßeinheit du das Ganze aufschreibst. Ich zum Beispiel rechne immer in Millimeter. Dieses kleine Maß von 1010 Millimeter, davon ziehen wir eine Einbautiefe bzw. Luft links und rechts 1 Zentimeter ab. Das heißt, wir ziehen 20 Millimeter ab. Das ist dann unser Maß für die Breite. Beim Vermessen der Höhe gehen wir genauso vor. Wir messen erst die linke Seite, dann die rechte Seite, nehmen das kleinere Maß und dann ziehen wir dort von auch 1 Zentimeter ab. Das ist jetzt unsere Höhe. Jetzt kommt es aber, dieses Fenster hier hat eine Fensterbank, eine Außenfensterbank und eine Innenfensterbank. Dadurch haben wir einen gewissen Versatz. Um diesen Versatz zu ermitteln, misst du einfach die Schräge. Sprich, du misst einmal das innere Maß und einmal das äußere Maß, also ganz schräg mit einem Zollstock oder mit einem Maßband. Und dann hast du so eine kleine Differenz, meistens von 20, 30, 50 Zentimeter. Und das ist dann unser Bankanschlussprofil. Jetzt wird sich bestimmt der eine oder andere fragen, warum hast du nur jeweils links und rechts 1 Zentimeter Luft abgezogen und oben nur 1 Zentimeter? Es ist ganz einfach. Es kommt immer darauf an, was für Material von Fenster du hier verarbeitest. In dem Fall ist es ein Kunststoff-Alumix, besser gesagt eher mehr Kunststoff. Und dementsprechend brauchen wir auch ein bisschen Luft, einmal A, für das Dämmmaterial, entweder Wolle oder Bauschaum. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Platz, damit das Fenster auch arbeiten kann. Es gibt gewisse Temperaturschwankungen, Winter, Herbst, Sommer, kennt ja jeder. Und das Material Kunststoff, Alu oder Holz, das arbeitet nun mal. Und damit wir das Ganze ausgleichen können, haben wir gewisse Luft einberechnet. Dazu kannst du dich aber auch noch mal ein bisschen einlesen bei fensterversand.com. Im Übrigen gibt es auch ein Video, wo ich euch zeige, wie ihr eine Haustür ausmessen könnt und einbauen könnt, aber auch für Rollläden. Das gilt für beides. Wir wollen aber jetzt ein Fenster konfigurieren und da geht ihr wie folgt vor. Klickt ihr einfach auf den Reiter Fenster und dann habt ihr die Auswahl zwischen Kunststofffenster, Kunststoff-Alu-Fenster, Holz, Holz-Alu, Aluminium. Wir haben in dem Falle jetzt ein Kunststoff-Alu-Fenster. Darauf klicken wir
Und dann kannst du dich hier so ein bisschen belesen. Und wir gehen jetzt auf Jetzt konfigurieren. Das heißt, wir stellen jetzt unser Fenster zusammen. So, hier wird nochmal erklärt, Infos und Details, also mehr Details. Wenn du auf das Fragezeichen gehst, dann wird dir das Ganze erklärt. Haben wir verstanden. So, hier haben wir nochmal die Auswahl, was wir gerade eben angesprochen haben. Kunststoff, Kunststoff-Aluminium, Holz, Aluminium, also Holz-Aluminium oder Aluminium. Gehen jetzt runter und jetzt wählen wir das Profil. Hier hast du einmal ein 5-Kammer-System, 6-Kammer, 6-Kammer, 6-Kammer. Du hast halt verschiedene Systeme, die verschiedene Bautiefen haben. Da kannst du dich halt nochmal in Ruhe belesen, was für dich wichtig ist, was für einen Wärmedämmwert du hast oder haben möchtest. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die 80er-Serie mit einem UW-Wert von 0,86. Dann wählen wir die Farbe, Farbe und Standdekore innen. Dann nehmen wir jetzt mal, was haben wir denn? Anthrazit. So, und für außen haben wir auch Anthrazit. Sieht immer ganz nett aus, wenn du innen weiß hast, außen Anthrazit, aber das ist alles Geschmackssache. Hier gibt es nochmal ein paar Sonderralfarben oder Metallic und Feinstrukturen, gibt es hier auch. Dann müssen wir das Fenstertyp auswählen. Das hatte ich ja grob angeschnitten gehabt. Ein zweiteiliges Fenster, ein dreiteiliges, ein einteiliges mit oder ohne Oberlicht. Wir haben ein einteiliges und wir haben eins ohne Oberlicht. Dann gibt es nochmal die Öffnungsarten. Hier seht ihr das Ganze mit dem Dreieck nochmal. Das ist hier beispielsweise eine Festverglasung. Eine Festverglasung ist nichts Einfaches als ein festes Element. Das könnt ihr natürlich auch verbauen, aber ihr solltet bedenken, dass ihr auch von außen dran kommen solltet, wenn ihr beispielsweise das Fenster putzen möchtet. Wir haben jetzt in dem Falle ein DIN-rechtes Fenster. Jetzt können wir auch hier die Größe eingeben. Ich weiß es jetzt leider nicht mehr. Ich glaube 1010 in der Breite und in der Höhe waren wir, glaube ich, auch bei 1010. Wir machen das mal quadratisch jetzt. Das ist ja jetzt nicht so wichtig. Hier findest du nochmal eine Anleitung zum Aufmaß, Altbau, Neubau. Das heißt, du kannst dir das gerne nochmal ansehen, aber du schaust dir ja gerade ein Video an. Gehen wir zum nächsten Schritt. Im nächsten Schritt geht es um die Verglasung. Zweifach ist Standard. Dann siehst du hier nochmal Zweifachverglasung, einen UG-Wert von 1,0. Dann hast du eine Dreifachverglasung mit einem UG-Wert von 0,7 und nochmal eine Dreifachverglasung mit 0,6. Ich glaube, wir hatten jetzt hier die Standard 0,7. Thermisch getrennter Randverbund, warme Kante. Was ist eine warme Kante? Du siehst jetzt hier im Bild, dass das Gelbe oder das Silberne, das ist die Kante von dem Glas. Und das ist dieser Randverbund. Wenn du jetzt eine warme Kante auswählen würdest, das habe ich auch in dem Fall, dann ist das Ganze schwarz. Hier wird es auch nochmal abgebildet. Nehmen wir jetzt Kunststoff. Jetzt kommt die Frage, Druckausgleichventil. Also wir hätten jetzt ein Nein. Ihr könnt euch das hier unter mehr Details nochmal genauer durchlesen. Hier wird es auch erklärt, sagt eigentlich schon der Name, könnt ihr euch dann in Ruhe mal durchlesen, ob es für euch zutrifft oder nicht. Schallschutzverglasung. Was ist eine Schallschutzverglasung? Sagt ja schon der Name. Beispielsweise hier 10 Meter Abstand, 25 Meter. Also man sagt jetzt hier bei Wohnstraßen 10 Meter, 36 Dezibel. Es wird alles erklärt. Wir haben aber Nein. Könnt natürlich jetzt ein Ja anklicken und dann kannst du halt deine Schallschutzklasse auswählen. Ne? Dementsprechend ist dann der Mehrpreis. Aber wir machen jetzt mal ein Nein. Sicherheitsverglasung, ja, nein. Da ist es so, wenn du ein rechtssicheres Fenster haben willst, hier wird das Ganze auch nochmal erklärt, Verbundsicherheitsglas, VSG ist durchschlaghemmend, dann haben wir Sicherheitsglas, ESG, Einscheibensicherheitsglas. Also das Ganze wird nochmal erklärt und auch hier Kategorie C1, C2, das ist beispielsweise, also wir gehen jetzt mal auf Schließen, Sicherheitsverglasung, wir machen das mal ja. Und jetzt kannst du nochmal hier auswählen. Ne? Also die Erklärung haben wir ja gerade gehabt. Und wenn du jetzt beispielsweise ESG 4 mm innen und außen, könnte ich dir jetzt empfehlen. Ich würde jetzt empfehlen, die günstigste Variante wäre jetzt ESG 4 mm außen. Das heißt, du hast nochmal eine Schutzfolie, dass es halt nicht so schnell durchgeschlagen werden kann. Wenn du jetzt eine Dreifachverglasung hast, beispielsweise hast du ja dann drei Scheiben, die quasi durchgeschlagen werden müssen. Belese dich hier nochmal ganz in Ruhe,
Macht natürlich Sinn, wenn du im Erdgeschoss wohnst und ja, häufig dort irgendwo eingebrochen wird in der Nachbarschaft, dass du dann hier ein dementsprechendes Glas wählst. Ornamentglas oder Strukturglas? Nein. Beispielsweise im Badezimmer wäre das sehr interessant oder mehr Details wird das hier nochmal erklärt. Ne? Sprossen auch nein, also wenn du Sprossen im Glas haben willst. So, jetzt kommen wir zum Thema Sicherheitsbeschlag. So, Basissicherheit, RC1, RC2, ihr könnt nochmal auf mehr Details gehen und euch das in Ruhe durchlesen. Ich habe es ja schon öfter mal erwähnt in meinen Stories auf Instagram. Ich habe jetzt bei diesem Fenster hier einen RC2N-Beschlag. Früher hieß das nochmal WK2. Das ist ein Sicherheitsbeschlag. Ihr seht es hier auch an den blauen Punkten. Dementsprechend habt ihr dann dort einen Beschlag, ein Riegelbauteil drinne. Und ja, bei Basis kommst du recht schnell rein wahrscheinlich. Und dementsprechend bei RC1, RC2 braucht man so ein bisschen länger. Und ja, das kann schon manchmal wirklich den Einbruch verhindern, wenn ein Einbrecher irgendwie gestört wird oder er merkt, oh Gott, das ist ganz schön schwer. Dann lässt er davon ab und geht dann weiter. Und du hast natürlich dann das Glück, dass er bei dir nicht reingekommen ist. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn eine fremde Person irgendwie im Haushalt und in der Wohnung oder im Haus drinne war. Also diese 57 € hier sind wirklich sehr, sehr gut investiert. Falz, Fensterfalzbelüfter. Vermeiden Sie Kondensat und Schimmelbildung in Ihrem Zuhause mit einem Fensterfalzlüfter. Habe ich jetzt nicht drinne, würde ich euch aber empfehlen bei einer Dreifachverglasung bzw. einer 80er Bautiefe. Macht auf jeden Fall Sinn. Das ist ein kleiner Falzbelüfter, eine ganz, ganz kleine ein Bauteil, was in den Rahmen eingebaut wird, was ja das Belüften vom Fensterrahmen zulässt. Ihr lest euch das mal durch. Hier wird es auch nochmal abgebildet. Ihr müsst aber keine Angst haben, dass das Fenster ist undicht. Also in einer Art ist es, dann wird es zwar undicht gemacht, aber es sorgt halt dafür, dass Schimmelbildung etc. Verhindert wird. Ne? Ist aber auch keine Garantie, aber kann nicht schaden. So, dann Griffe. Wenn ihr einen Sicherheitsbeschlag nehmt, kann ich euch einfach nur empfehlen, nehmt bitte eine Druckknopfolive. Oder das Ganze abschließbar. Müsst ihr wissen, mit dem Schlüssel ist immer so mit seine Sache mit den Kindern. Ne? Druckknopfolive heißt, ihr müsst einfach diesen Knopf hier gedrückt halten. Und dann könnt ihr erst diesen Fenstergriff betätigen. Es gibt auch viele Leute, die versuchen, mit einem Schraubendreher den Pilzkopf vom Getriebe, vom Fenstergetriebe zu erwischen und dann das hin und her zu schieben oder zu drücken und dann würde der Fenstergriff einfach aufgehen, weil er ist ja nicht gesichert und mit einer Druckknopfolive kannst du dem Ganzen bei- oder gegensteuern. Vielleicht sollte ich nochmal ein extra Video machen zum Thema Einbruch bei Fenster. Wenn du darauf Lust hast, dann lass einfach ein Like da und einen Kommentar jetzt, dann nehme ich mir das mal zu Herzen. Befestigungslöcher vorbohren, ja, nein. Kannst du machen, musst du aber nicht, kannst du auch selber vor Ort bohren. Aluminiumfensterbank habe ich mit reingenommen, machen wir mal ja. Kannst du auch ein Video ansehen dazu, ne? Ich weiß, das ist die Breite, machen wir es mal 1,10 m. Ne, das ist die Ausladung, das heißt, wie tief das Ganze ist und die Breite genau zum Fenster. Farbe, nehmen wir jetzt mal Anthrazit. So, dann Seitenteile müsst ihr halt auch auswählen. Seitenanschlüsse, das sind diese Teile hier, ne? Da haben wir genau das hier genommen. Gleitabschlüsse links, rechts, genau. Dann habt ihr nochmal Putzanschlüsse, die unterscheiden sich halt nochmal, ne? Also hier könnt ihr dann drauf putzen. Hier haben wir einen Klinkeranschluss. Ich glaube sogar, wir hatten einen Klinkeranschluss genommen. Genau, möchten Sie Fensterbank? Nein, das brauchen wir nicht. Das ist ein sehr kleines Fenster, also diesen Winkel hier. Wir haben dann nochmal einen Antidröhnstreifen mit reingenommen. Das seht ihr dann im Video, wie ich das Ganze dann eingebaut habe, wie ich das verarbeitet habe. Dann habe ich nochmal eine Anschraubdichtung mit reingenommen, richtig in Schwarz. Und ich habe nochmal passende Schrauben genommen, auch in Anthrazit. So, hier sind sie genau ausgewählt. So, das Fensterbankanschlussprofil ist im gesamten Maß beinhaltet. Richtig, lassen wir drinne. So, das lassen wir auch drinne. Dann Rollladen. Wenn ihr jetzt einen Rollladenkasten auf dem alten Fenster drauf habt, dann braucht ihr natürlich dann Rollladenführungsschienen. Die könnt ihr euch dann hier mitwählen. Haben wir in dem Falle jetzt nicht. Eine Rahmenverbreiterung.
ist nichts anderes, als wenn ihr beispielsweise jetzt links und rechts ist der Rahmen ein bisschen breiter, ihr könnt jetzt hier auf Ja gehen und könnt beispielsweise eine Rahmenverbreitung auswählen. Ne? Also hier habt ihr nochmal eine Liste, wo ihr das Ganze angeben könnt. Haben wir jetzt nicht. Jetzt gehen wir weiter zur nächsten Seite, beziehungsweise packen das Ganze im Warenkorb. Und hier könnt ihr das Ganze nochmal kontrollieren. Wir haben ein Kunststoff-Aluminium-Fenster. Das Profil haben wir hier genommen. Dann haben wir die Farben, könnt ihr nochmal kontrollieren. Genau, mehr Details. Das heißt, ihr könnt hier alles nochmal genau durchlesen und die Maße nochmal genau kontrollieren. Und dann gehen wir auf Bestellen und schauen uns das Ganze mal an. Und hier steht jetzt das gute Stück ausgepackt und ich fange jetzt an mit der Montage. Wenn du wissen möchtest, wie du so ein Fenster einbauen kannst, dann schau dir dieses Video an. Und wenn du wissen möchtest, wie du so eine Haustür einbauen möchtest, dann schau dir dieses Video an. Und ich würde mich natürlich über einen mega Daumen nach oben von euch freuen. Besser gesagt, einen Handwerker-Daumen nach oben. Und denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Ciao.